Wisst ihr, was sehr, sehr deutlich ist und damit schon wieder auch total erschreckend? Ich meine, ich habe ja schon einige Clips jetzt auch zum großen C online gestellt, wie ich dazu stehe, was es mit der Psyche macht, wie es den Menschen verändert, die Hygiene entsprechend, das Stay Home und so weiter. Aber was wirklich sehr, sehr auffällig ist, es gibt zum einen entweder die Leugner, die meinen, nichts davon stimmt. Und man kann machen und tun lassen, was man will, und es ist alles schitten egal. Dann gibt es wieder jene, die diese Panik auch noch verbreiten und verstärken und noch mehr Panik in die Welt setzen und, und. Und dann auch meinen von wegen, ja, Und dann gibt es die Menschen, zu denen zähle ich mich auch, die nehmen das ernst und wichtig, aber lassen sich dennoch nicht irre machen und noch Panik noch mehr verstärken und verbreiten, sondern versuchen, damit umzugehen. Das große Crazy, das C, hat dennoch aber wieder eins geschafft, und zwar die Menschen noch viel, viel mehr gegeneinander aufzuhetzen. Denn, wie gesagt, mir ist aufgefallen, es gibt, wie gesagt, diese zwei Sparten, die sich halt wirklich unentwegt in den Somis, also Social Medias, bekriegen, kann man jetzt schon sagen, und auch wirklich teilweise unter die Gürtellinie gehen, wo ich dann auch denke, ey Leute, also klar, das Internet macht dich stark, du bist anonym und dein Gegenüber ist ja nicht da, aber muss das denn sein, ja? Und es wird keine Meinung mehr zugelassen, und wenn jemand einfach etwas postet, dann wird es sofort in der Luft zerrissen und teilweise, wie gesagt, auch unter der Gürtellinie entsprechend reagiert und agiert von den anderen. Das kann einfach nicht sein. Ja, und ja, damit ist ja wieder etwas erreicht worden. Zum einen wurden wir ja eh schon mehr und mehr isoliert, ja, durch die Quarantäne, was wir hatten. Wobei Quarantäne, ja, wenn es jedes Bundesland vor allem anders hält, ist das für mich keine Quarantäne. Und vor allem, wenn dann die Regeln entsprechend, naja, lassen wir das Ganze. Ich will das Ganze nicht auch noch mehr pushen, von daher. Aber es gibt dadurch inzwischen wieder diese zwei Lager, und man hat dadurch erreicht, dass die Menschen sich ja noch viel mehr aus dem Weg gehen und anfeinden, ja? Denn es wird auch deutlich, keiner lässt mehr eine Meinung zu. Man kann sich doch auch mal einfach die Meinung anhören. Natürlich, wenn die Seite übertrieben ist oder die Seite übertrieben ist, ist. Aber jeder hat eine entsprechende Meinung dazu, warum er so denkt oder warum er so handelt. Und das sollte man sich auch zumindest einmal anhören, bevor man gleich sagt, vor allem auf Postings, das ist ja gerade bei den Social Medias, geht das ja ganz, ganz schnell, jemand schreibt irgendwas, es wird gar nicht mehr drüber nachgelesen und schon gar nicht drüber nachgedacht. Und ich lese jetzt das raus, was ich drin rauslesen will, und dann läuft der Shitstorm. So. Ey, wir sollten viel mehr zusammenhalten, und gerade in solchen Zeiten. Es ist doch umso wichtiger, dass wir alle zusammenhalten. Nö, was machen wir Menschen? Wir fangen noch mehr an, uns zu bekriegen. Wir fangen noch mehr an, gegeneinander zu sticheln und teilweise wirklich unter die Gürtellinie zu gehen. Und das finde ich traurig, als auch wirklich sehr erschreckend. Ja, das ist mein Statement hierzu nochmal, denn auch ich habe einen Shitstorm ausgelöst. Und das nur, weil die Leute das wieder mal lesen und hören wollen, was sie eben lesen und hören, statt eben mal drüber nachzudenken, was könnte gemeint sein, oder eben auch mal nachzufragen. Nein, ich glaube, es geht den Menschen wirklich bloß nur darum, jetzt habe ich etwas gefunden, weshalb ich mich aufregen kann und kann meine Wut, meine ganze Aggression, die sich in mir geballt hat, endlich mal freien Lauf lassen, weil dieses Posting, diese Aussage, diese Handlung nervt mich, die kotzt mich an, und da muss ich gegen vorgehen. Wir sind alle gereizt, wir sind alle genervt. Es ist normal, aber es ist der falsche Weg. Zumal, ja, wie gesagt, gerade diese Zeit zeigt eigentlich, wie wichtig es ist, dass wir viel mehr füreinander da sind, uns unterstützen, uns zuhören, statt noch mehr uns zu entzweien. Aber gut, that's life.